can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge. Ja, was machen wir heute? Auf jeden Fall nicht vier Fackeln aufnehmen. Mann, jetzt bin ich hier durchgerannt. Sinnlos. Eine habe ich schon hier reingepackt. Komm, jetzt machen wir die anderen auch noch mit hier rein. Ich habe Inventar leer gemacht. Wir sind voll gefuttert und sind ausgeruht. Also eigentlich sieht es schon mal ganz gut aus. Ich überlege, ob wir nochmal schlafen, weil das Wetter nervt mich schon wieder an. Komm, wir gehen mal schnell pennen. Müssen bloß noch fix trocken werden. Ja, groß weitergezockt habe ich bisher noch nicht. Also es ist noch nichts passiert, was nennenswert wäre. Beziehungsweise auch alles, was nicht nennenswert wäre, weil ich habe absolut noch gar nichts gemacht. Denn, ich kann nicht pennen, schade. Ja, denn ich bin einfach noch nicht dazu gekommen und wir müssen ja eh auch bald mal Holz holen. Jetzt habe ich überlegt mit euch, machen wir nochmal in den Sumpf? Ich würde sagen, ja. Weil wir brauchen noch ein bisschen Eisen, ich möchte ja mit euch die Rüstung voll kriegen. Laufe ich jetzt hier rüber? Weiß ich auch nicht. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Eisen, denn ich möchte ja mit euch die Rüstung voll bekommen. Und dann werden wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal zu unserem guten Loks machen, weil da hatte ich einen netten Tipp, wie wir da am besten zähmen und das möchte ich mal ausprobieren mit euch. So, hier wollte ich unbedingt auch mal noch das Portal mitnehmen. Gut, dass ich dran denke, dann machen wir das nämlich gleich mal. Wo habe ich denn hier die Werkbank stehen? Habe ich die schon weggerissen? Ah, die habe ich weggerissen, oder was? Ah, war ich da schon wieder so holzgierig? Ach, Menno, und ich habe natürlich auch keine Axt dabei. Ja, schön. So viel zum Thema. Na gut, dann ist es halt so. Dann müssen wir doch nochmal den Weg laufen. Ja, einerseits brauchen wir Eisen. Andererseits möchte ich mit euch auch die Wurzelrüstung noch bekommen. Boah, wieder schön hier mit null Ausdauer im Wasser in drei Skelette reinspringen. Das ist wieder typisch mein Spielstil. Der versteckt sich. Hau ab. Jetzt müssen wir mal gucken, bei welcher waren wir denn überhaupt? Ich habe es mir, glaube ich, nicht markiert auf der Karte, ne? Ja, also am Dach und so arbeite ich später mal noch weiter. Ich muss mal gucken, wie es passt. Die Folge heute kommt leider auch ein bisschen zu spät. Ja, wird wahrscheinlich so erst 20 Uhr rum was werden. Tut mir leid. Aber die Zeit hat es nicht eher hergegeben. Die war auf jeden Fall nicht weit weg. War das direkt die hier? Wir gehen einfach mal reinschauen, würde ich sagen. Ja, noch ein bisschen Eisen sammeln und dann... Ne, wir hatten auf jeden Fall nicht beides aufgemacht. Und hier wäre gleich der Raum gewesen. Ne, die war es nicht. Die war es nicht. Hä? Hat gewartet auf mich. War aber nett von ihm. War es doch noch ein Stück weiter, aber wir waren nicht so weit draußen. Aber ich war auf jeden Fall hier weiter links. Ach so, und ich habe es gar nicht wertgeschätzt. Die Trophäe, die wir bekommen haben, hatte ich auch im Kommentar stehen. Danke nochmal dafür. Von dem guten Zonnengeist ist wohl relativ selten. Wir haben ja bisher auch noch keine gehabt. Von daher glaube ich das auch mal. Nö, ja, aber ist doch auf jeden Fall eine geile Sache. Hier hängen wir uns irgendwo hin, wo sie definitiv gesehen wird. So, hier war es auch nicht. Nee, Menno, in welcher waren wir denn? Ach, verdammt. Ah, die stand auch, glaube ich, nicht so an einem Baum dran. Ich war ja eigentlich, ich glaube, auf dem Weg hier zu der hier hinten. Und wir haben noch irgendeine andere entdeckt auf dem Weg. Na komm, wir holen uns noch ein paar Suttlingkerne. Was soll's? Also wirklich Schaden machen die nicht, ne? Ja, ist gut. Zack, zack, drei Stück waren's, ne? Der nicht auch gerade eine fallen lassen? Ah, da war er doch. Vielleicht war es die da hinten. Wir werden sie schon finden. Ich hab's mir wieder nicht gemerkt, ihr kennt mich. So ist das halt. Die ist noch komplett zu. Ich doch weiter hier drüben. Vielleicht war es die dort.
Kann er nicht ganz erkennen, ob die schon offen ist. Ja, die ist auch noch zu. Wie viele haben wir denn hier? Ja, gut, okay, dann gehen wir jetzt einfach hier in so... Nein! Scheiße! In meinem Keller liegt eine Leiche. Ach, Mann! Das ist natürlich ein bisschen doof. Da mache ich vielleicht doch weiter hier drüben. Guck mal, die da vorne vielleicht? Aber Wahnsinn, wie viele es hier noch gibt. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Ich dachte eigentlich, dass wir hier schon alles abgelaufen sind. Also nicht alles, aber... einen großen Teil zumindest. Ah, so schnell hat das Schild nicht. Weg mit dir. Innereien hebt man später auf. So, komm, lass das mal designen jetzt hier. Auf jeden Fall war hier rechts noch zu. Ja, ja, die ist es. Jawohl. Vielleicht haben wir, wie geil wäre das, wenn jetzt noch so ein Raum kommt. Ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber wir haben zumindest schon mal einen großen Schrotthaufen. Und wir wollten auch die Eisenspitzhacke unbedingt mal noch aufleveln. Das wird wirklich Zeit. Also ist das Eisen dafür ja auch ganz gut. Kommt hier irgendwas dahinter? Man sieht gerade so verdammt wenig. Ich bin in der Mauer drin. Das war alles. Das war alles. Haben wir aber noch ein kleines bisschen. Jawohl. Wie viel haben wir denn schon? 7 Stück schon wieder zusammen. Läuft bei uns. So, hier waren die ganzen Truhen. Und hier war... hier ist gar nichts mehr drin. Ah, okay. Relativ klein, aber dafür mit den Kisten auf jeden Fall ergiebig. Also sei der Krypta verziehen. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil wir haben den Schlüssel nicht mit. Ach, Mann. Wir haben zwar bestimmt hier irgendwo noch eine... guck mal, die hier. NF habe ich doch für nicht fertig geschrieben. Dann rennen wir jetzt einfach nochmal rüber. Sorry für die schlechte Vorbereitung. Ach so, jetzt hätte ich hier mal markieren können. Ja gut, okay. Wir markieren einfach die, die noch nicht fertig sind. Dann wissen wir bei allen anderen, dass die fertig sind. Ach komm. Geh weg. Na rein habe ich, glaube ich, jetzt nicht mitgenommen. Naja. Ja, weil so langsam aber sicher müssen wir uns dann auch mal so Gedanken machen über den letzten Endgegner. Zumindest vorerst. Werden ja bestimmt noch welche dazukommen. Vorher müssen wir natürlich erstmal den Stein finden. Sag jetzt bitte nicht, dass ich die doch fertig gemacht habe und ich habe es einfach nicht umbenannt. Unter solchen Sachen kam nie irgendwas. Ach, Manu. Das wäre natürlich äußerst schlecht. Vor allem, wir hatten den Schlüssel einstecken, ne? Und ich habe das Ding halt einfach fix mit in die Werkzeugkiste gepackt. War ein bisschen doof von mir. Ist aber auch riesig. Aber das haben wir uns anscheinend alles schon geholt. Gut, so viel gelbe Pilze brauche ich auch nicht. Nee, hier, guck. Perfekt. Sag mal so, Teer brauchen wir ja so oder so noch. Also da kommen wir nicht drum herum. Müssen wir in den nächsten Folgen auch noch sammeln gehen. Das heißt, wir müssen neue Teergruben suchen und wir müssen halt eh in den Ebenen nach dem Stein suchen für den guten letzten Boss. Deswegen passt das eigentlich ganz gut zusammen. Das können wir gleich beides miteinander verbinden. War hier noch irgendwo was? Weiß nicht, wo es sein soll. Ah, das ganze Ding war es, okay. 10 Stück. Ist schon mal besser als nix. Ja, da können wir das eigentlich miteinander verbinden. Oh, schön, schön, schön. Und vielleicht haben wir ja wirklich Glück, dass wir beim Teersammeln den Stein noch finden. Loxi müssen wir auf jeden Fall noch zähmen. Ah, den Hot Tube wollten wir eigentlich auch schon lange mal bauen. Lass mich mal kurz schauen. Hat auch Eisen gebraucht und Teer. Warum ist denn jetzt mein Google Home angesprungen? Klang jetzt irgendwas nach Hey Google? Und wieder. Das war klar. War eigentlich doch nicht...
Irgendwas hat's gesagt. Ich weiß nicht, ob man es hört in der Aufnahme. Falls ja, dann ist das halt so. Ich hab's nicht verstanden durch die Kopfhörer. Ich darf mich hier auf jeden Fall nicht verirren. Wäre äußerst schlecht, wenn wir nicht wieder rausfinden. Und ich glaube, ich habe mich schon verirrt. Ist aber auch ein Riesending, ey. Ah ja, hier war der Ausgang. Okay. War ich jetzt hier drüben schon? Ich glaube, ja. Ich denke mal, die ist so gut wie fertig, oder? Lass mich nochmal kurz durchrennen. Hier ging es nur hoch, aber hier kam nichts weiter. Genau. Nee, und hier drüben sind wir gerade einmal durch. Ich guck nochmal fix nicht, dass ich irgendwo was übersehen habe. Ja, komm, wir nehmen es mal mit. Ganzen Pilzebrau. Ja, komm, wir nehmen sie auch mal mit. Was soll's, wenn wir einmal hier sind, sind wir hier. Ja, also auf jeden Fall Loxizem und Sattel drauf. Den Hot Tube wollten wir noch bauen. Wurzelrüstung, gepolsterte Rüstung. Teer sammeln, Eisen sammeln. Das ist so ein bisschen der Plan für die nächsten Folgen. Ich meine, es wäre natürlich auch relativ schlau, Loxi zeitnah zu zähmen. Obwohl wir auch, glaube ich, den Sattel noch nicht herstellen können, ne? Zumindest habe ich noch nirgendwo gesehen. Hm. Aber gibt es denn irgendein Material, was wir noch nicht haben? Eigentlich haben wir doch alles, oder? Meine Lox-Trophäe wird es ja nicht brauchen für den Sattel, oder? Weil ich glaube, die haben wir noch nicht. Ey, die Pilze hängen fest. Na super. So, wo ist denn jetzt der Ausgang hier? So viel zum Thema Verirren. Ja, müssen wir mal gucken mit dem Lox-Sattel. Da muss ich nochmal fix googeln. Ach Mann, ey. Ja, dafür... Hä? Warum hängen die jetzt alle hier fest? So, hier war es. Hier war der Ausgang. Ach nein, ich bin auch... Oh, ich bin so dumm. Ich habe den Hammer in der Hand. Dann kann ich natürlich auch keine Pilze aufnehmen. Naja, zu spät gemerkt, aber egal. Wir haben eh so viel davon. Wir machen jetzt erstmal wieder heim. Und ich würde sagen, wir gucken mal nach Loxi. Weil es wäre halt relativ schlau, die zu zähmen, bevor wir auf Teersuche gehen. Weil wir sind ja schneller mit... dem guten Vieh unterwegs, als wenn wir zu Fuß gehen. Ich weiß halt nicht. Können wir uns teleportieren mit dem Lox? Und auch wenn der gezähmt ist und einen Sattel drauf hat. Also inwiefern ist das gute Vieh dann immer noch verwundbar? Wahrscheinlich schon, ne? Das heißt, wenn ich hier rumrenne, irgendwelche Gegner suche. Also einerseits ist Lox noch aggressiv. Wie ist denn das überhaupt mit den Loxen? Greifen die andere an? Habe ich zumindest, glaube ich, noch nicht gesehen, dass irgendwie so ein Goblin mit einem Lox kämpft, oder? Hm. Ja, muss ich alles mal noch googeln. Also ihr braucht euch nicht die Mühe machen, das zu schreiben. Ist sehr, sehr nett gemeint, aber ich werde nach der Folge gleich mal googeln, weil ich sehr wahrscheinlich die nächste jetzt direkt danach aufnehme. Und bevor euch dann die Arbeit macht. Ein Fleischsack. Ih. Ach, kommt. Sind wir auf dem richtigen Weg, ja. Also, ach, Monstrosität. Okay, dann müssen wir doch noch ein bisschen hier bleiben. Oh Gott, ich krieg ja gerade aber... Uiuiuiui. Aber wir haben zumindest Knochenmonster am Start. Das ist gut. Jawohl. So, und ich habe keine Axt mehr dabei. Ach Mann, warum habe ich die denn weggepackt? Wieder Platz im Inventar schaffen wollte. Oh nö, jetzt müssen wir hier wieder komplett mit Frostner kämpfen. Ich meine, wir haben auch Feuerpfeile, aber nicht mehr viele. Wir müssen einfach wieder perfekt blocken. Sieht es auch mit dem Schaden besser aus. Komm, greif an. Ah, da weiß man immer ein bisschen schwierig, wann man blocken soll. Vor allem macht auch die Ausdauer langsam zu schaffen. Aber ja, ist ja kein Problem. Knochenwanz ist am Start. Auf jeden Fall mit einer der geilsten Fähigkeiten. Wenn nicht sogar die geilste. Ich weiß nicht, was der letzte bringt. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich lasse mich da gerne überraschen. Müssen auf jeden Fall auch noch die von der Drachen... Ew.
von der Drachenmutti mal ausprobieren, wenn wir wieder auf dem Boot sind. Komm, greif an. Hä? Nicht getroffen. Kommt schon wieder da hinten irgendwas an. Zack. Vielleicht ist es auch schlauer, auf die Beine zu hauen. Die trifft man zumindest besser, denke ich mal. Jetzt haut er wieder ab, ne? Was war das, so ein Feigling? Wieder nicht getroffen. Komm, einmal noch blocken. Und dann hauen wir hier noch zwei, dreimal drauf. Und dann haben wir es doch. Ja, die Ausdauer. Komm, einmal hier ans Bein. Zack, jawohl. Sehr schön, na cool, dass der noch rauskam. Da haben wir noch direkt die nächsten Wurzeln. Aber kein Platz im Inventar. So, verwitterter Knochen brauchen wir nicht. Ja, dann nehmen wir lieber die Dinger für. Ich weiß nicht, brauchen wir Glibber noch für irgendwas? Wie sieht denn das aus? Torga Reißzahn? Torga Fangzahn? Hieß der nicht mehr Torga Reißzahn oder bin ich doof? Den haben wir auch noch auf der 1, ne? Und da haben wir, glaube ich, Glibber gebraucht für. Kommen die Knochen weg. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Knochen soll. Wurzel noch her und dann müsste es das doch gewesen sein. Hier liegt bloß noch Kohle, oder? Nee, Schlamm. Schlamm haben wir genug. Wie viel hat er denn fallen lassen? 5 Wurzeln. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Hier liegen noch irgendwo welche. Aber sieht nicht so aus. Na komm, wir machen nach Hause. Wie sieht's denn aus? 17 Minuten? Naja, mit Inventar leer machen und mal kurz durchgucken. Sind wir bei 20, dann können wir mal noch 5-6 Minuten in die Basis, in den Ebenen, um dann dort Loxi ein bisschen zu zähmen. Ja, wäre schon geiler. Dann können wir mit Loxi rumrennen, sind um einiges schneller. Gerade um die Teergruben zu finden, ist das, denke ich mal, Gold wert. Bevor wir jetzt hier Ewigkeiten durch die Ebenen rennen und dann irgendwann, wenn wir genug Teer haben, uns erst Loxi zähmen, macht ja keinen Sinn. Perfekto, dann haben wir doch auf jeden Fall wieder 12 Eisen. Da können wir definitiv ein bisschen was... Oh, was denn jetzt? Uiuiui, da ging aber relativ lange. Ja, können wir hier noch ein bisschen was aufleveln, obwohl wir, glaube ich, keinen Leinzwirn mehr haben. Aber daran soll es ja auch nicht scheitern. Flachs müsste mittlerweile auch wieder etwas gewachsen sein. So, ab nach Hause. Also, nächstes Mal sumpfigen Schlüssel, eine Axt und das Portal hier mitnehmen. Sonst wird's kacke. So. So. Wir hauen das Eisen gleich mal rein. Kohle sollte ja noch ein bisschen was dabei sein. Oder? 4 Stück bloß. Na gut, okay, ein bisschen Holz haben wir auch noch in der Kiste. Habe ich schon wieder ganz vergessen. Wieder perfekt aufgeteilt hier von mir. Wer kennt's nicht? Ach, wir haben da auch Kohle. Ja, ist eigentlich geil, diese Sortling-Typen zu farmen, ne? Bekommst die Kerne und bekommst Kohle. Und auch wieder richtig, na gut, doch, diesmal war es richtig aufgeteilt, weil in dem einen war ja mehr. So, das eine Teer kann noch hier rein. 7 Sortling-Kerne haben wir bekommen, geil. Dann lass mal gucken, die Wurzelmaske. Haben wir die hier drüben gemacht? Also die Maske haben wir ja, glaube ich, schon. Aber wir brauchen noch andere Sachen. Hier, Wurzelkürass und Wurzelbeinschutz. Braucht aber beides 10. Ich habe auch keine Ahnung, ob wir noch überhaupt irgendwo Wurzeln haben. Ich packe es jetzt hier mit bei Holz rein. Und nach dem Torga Fangzahn wollte ich mal noch gucken. So. Dass wir den die ganze Zeit noch auf der 1 haben, kann ich kaum glauben. Oder haben wir irgendwann nochmal einen hergestellt? Nee, ne? Guck mal, wir brauchen noch Silber und Hirschfell. Haben wir noch? Wir haben doch noch Silber, oder? Nein, das ist Zinn. Ah, verdammt. Das müssen wir uns auch mal noch vornehmen. Dass wir das Ding noch auf der 1 haben, kann ich gar nicht fassen. Ich dachte, wir haben das gemaxt.
Aber anscheinend nicht. Hier ist auch nichts mehr drin, ne? Es ist auch noch Zinn. Zinnerz, Zinnerz. Oh Mann. Ach, na guck mal, um das Schwarzmetall müssen wir uns ja noch kümmern. Doch, wir haben noch Material, was wir noch nicht hergestellt haben. Um auf meine Frage von vorhin zurückzukommen. So, Pilze, 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 Pilze. Hier unten sind die gelben. Wir haben noch uralte Rinde. Glibber habe ich wahrscheinlich mit hier oben reingepackt. Genau, das passt. So, hier, Holz. Na gut, so viel ist es nicht mehr. Jetzt hauen wir dann erstmal noch mit in das Kohleding rein. Die Schmelzöfen. Und Innereien. Okay, hier ist noch ein bisschen was am Start. Aber wir werden in Zukunft eh noch genügend brauchen. Gut, gut, gut. Dann lasst uns die Kohle mal noch wegpacken. Dann hauen wir uns ins Bett, dass hier mal ein bisschen heller wird. Und dann geht's ab in die Ebenen. Moltebeeren muss ich noch einpacken. Sag mal, wie schnell ging denn das jetzt? Und zack. Gut. Moment, Moment, Moment. Hier kommt noch die Kohle rein. Also Silber müssen wir auch noch sammeln. Waren aber auch lange nicht mehr im Gebirge. Eigentlich hätte ich auch mal wieder Bock. Ach, Mann. Guck mal, nehmen wir die uralte Rinde raus und packen die jetzt erstmal mit bei Holz rein. Wir müssen hier unbedingt mehr Kisten machen. Ich bin halt am Überlegen. Ich denke mal, ich werde es so machen, dass wir hier die obere Etage auch noch mit Kisten voll machen. Vielleicht irgendwie mit Material, was wir nicht so oft brauchen. Weil halt Bett und alles drum und dran, was da oben steht, werde ich dann sowieso demnächst hier drüben mit ins Haus packen. Ich hatte noch einen guten Vorschlag, also ein paar Leute hatten geschrieben, lieber zweite Etage, wirkt sonst zu gewaltig. Und das war ja auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich hatte. Und ich hatte auch noch einen ganz geilen Vorschlag halt so mit Galerie, also dass wir halt bloß so ein Stück oder mehrere Bereiche vielleicht höher machen. Bin ich auch noch am Überlegen. Wäre halt ja auch nicht so verkehrt. Wenn wir jetzt hier oben den Boden einziehen mit einer Treppe hin, dann sieht man halt irgendwie immer noch so die Größe vom Gebäude und kann halt trotzdem hochgehen und hat hier noch was. Hier drüben wollte ich das ja sowieso machen. Leiter steht ja schon. Hätte ich jetzt noch ein bisschen hübscher gemacht. Dass wir hier halt einen Boden reinziehen. Ja, halt auch eine Überlegung wert. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wenn wir das vielleicht auf der Seite hier drüben noch machen. Ja, mal gucken. Ich würde sagen, wir können es ja erstmal so bauen, weil den Boden können wir ja erstmal hier oben ziehen und gucken, wie es aussieht. Und wenn es nicht gefällt, dann können wir den ja noch weitermachen. Aber fand ich eine coole Idee. Danke dir dafür. Tag 500. Da haben wir ihn erreicht. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Gut. Wir haben noch eine Kette, die brauche ich nicht. Ah, ich glaube, achso, ja, jetzt ist ja, jetzt wird hell, da braucht man nicht schlafen gehen. Moltebeeren noch einstecken. Wir haben gar nicht mehr so viele, wir müssen mal noch welche sammeln gehen. Denn der gute Tipp, den ich bekommen habe, war halt so einen kompletten Stack hinwerfen und wir müssen in der Nähe sein. Ach, Moment, Moment, Moment. Ich muss mal noch schauen. 5 Leinzwirn haben wir noch hier. Und 27 Flachs. Können wir das Flachs doch rein theoretisch erstmal mit hier reinschmeißen. Und bauen erstmal das an, was wir jetzt abernten und nehmen dann den Überschuss wieder mit. So. Ja, so machen wir's. So machen wir es. Das stimmt, dann müssen wir auf jeden Fall demnächst mal noch das gute Erz schmelzen, das dunkle Erz hier, das Schwarzmetall. Ihr wisst schon. Das ist alles Gerste hier oben, aber das ist auf jeden Fall fertig. Jawohl. Achso, warte, bevor wir das ernten, schmeißen wir erstmal Moltebeeren zu Loxi. Weil wenn die sich nur zähmt, wenn wir in der Nähe sind, wäre es ja sonst verschwendete Zeit. Ach, guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht geil? Ah, ich freue mich auch drauf, hier so eine kleine Basis zu machen. Wie gesagt, so ein bisschen natürlicher, also mit hier den ganzen Bodenunebenheiten und so. Aber vielleicht noch irgendwie ein kleines Häuschen mit hin und
hier so zaunstechnisch noch ein bisschen mehr drumherum ziehen. Da ist die gute. Bin da mit 25 Leben hier reingerannt. Geil. Jetzt müssen wir mal kurz warten. Ich will jetzt nicht mit 34 Leben mich an Loxi ranschleichen. Ich denke, das kann man verstehen, oder? Mit 43 Leben geht's, Attacke. Knochenwanz ist natürlich jetzt leider auch rum. Das Problem ist halt nur, wenn wir es hinwerfen, dreht sie sich ja auch rum. So ist es, oder eher. Für mich ist Loxi irgendwie eine Sie. Ich komme nicht weg. Aber doch, jawohl, sie knabbert. Fein, machst du das. Sollte doch reichen, wenn ich hier drüben bin, oder? Von der Nähe her? Bestimmt. Lass es dir schmecken. Komm, wir holen uns das Flachs und gucken mal, ob sie irgendwann lieb ist. Wölfe können wir ja auch noch zähmen, ne? Da müssen wir natürlich aber auch so einen Wolf dann erstmal irgendwie in die Basis kriegen. Wie macht man das? Ja, bei den Wildschweinen haben wir es ja so gemacht. Wir haben die ja, sind ja hin, die sind aggressiv geworden. Wir sind zu unserer Basis gerannt, haben die in die Umzäunung gepackt und haben die dann gezähmt. Also einen Wolf aus dem Gebirge mit in unsere Basis nehmen. Wenn die gezähmt sind, sind die ja lieb, aber die rennen uns ja nicht automatisch hinterher. Naja, mal gucken. Ich denke mal, mit Loxi können wir uns nicht teleportieren, ne? Ist auch ein bisschen groß fürs Portal. Müssen wir von hinten mit einem Fuß in den Arsch reinlatschen, um sie durchzudrücken. Ja, mal gucken, wie wir es mit den Wölfen machen. Weil eigentlich würde ich schon gerne alles irgendwie da haben, was wir zähmen können. So, Flaxi-Laxi. Schon wieder richtig viel, ne? Flug habe ich auch dabei, ich bin stolz auf mich. Und da hauen wir das nächste Flachs an. Nur Teer. Teer macht mir noch ein bisschen Sorgen. Also wir müssen definitiv noch neue Gebiete erkunden. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir uns vielleicht doch mal wieder aufs Boot schwingen. Damit wir einerseits die neue Fähigkeit mal ausprobieren können mit Rückenwind. Weil ich sag mal, wir haben auf der Karte, haben wir noch ein paar Stück aufgedeckt, wo man schon sieht, dass da noch Ebenen kommen oder wo wir halt einen ganz kleinen Fleck aufgedeckt haben. Das heißt, prinzipiell müssen wir nicht komplett neu auf die Suche gehen. So. So sieht's doch gut aus. Guck mal hier in die Mitte noch ein. Perfekt. Bleiben immer noch 25 Flachs übrig und hier drüben, hier war wieder Gerste, ne? Ja. Finde ich aber gar nicht so bad vom Spiel, dass man es nur in den Ebenen anbauen kann. Weil das zwingt einen ja irgendwie auch in den Ebenen nochmal eine kleine Basis aufzubauen. Komm, dann hauen wir hier gleich noch die Gerste mit ran. Wie sieht's denn aus? Oh, wir sind bei 29 Minuten. Nee, da müssen wir jetzt erstmal Schluss machen an der Stelle, weil sonst kommt die Folge noch später. Ich glaube, 20 Uhr werde ich nicht mehr schaffen. Wahrscheinlich eher 20.15 Uhr. Tut mir leid dafür. Wir machen dann auf nächste Folge. Wir machen in der nächsten Folge dann noch ein bisschen weiter hier mit Loxi und gucken mal, dass wir vielleicht auch nochmal ins Gebirge gehen, ein bisschen Silber sammeln. Bei den Twarga-Fangzahn hätte ich schon ganz gern noch oben die gepolsterte Rüstung. Wird natürlich auch mal Zeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.